Ich habe die Hängel von dem Douglas-Sackerl abgeschnitten, weil die mich so dermaßen genervt haben. Ich will nämlich unbedingt ein Aufgebraucht-Video drehen. Und irgendwie läuft das heute mit dem Drehen nicht so gut. Ich habe perfektes Licht und irgendwie meine Haare haben nicht kalt. Ich habe so schöne Locken vorher gehabt. Die gingen kaputt und sind. Ich habe nur einmal so ein bisschen durchbissen und die waren alle hin. Und jetzt habe ich so halbwegs hinbekommen irgendwie. Ich weiß nicht, meine Haare. Weiß ich nicht, lassen sich nicht locken, gar nichts mehr. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Keine Ahnung. Egal. Ich möchte euch meinen Müll zeigen. Und wir fangen auch gleich einmal an. Mit dem ganz spektakulären, was ich euch eh tausendmal in die Kamera halte. Ich habe einmal die Wattepads von Müller aufgebaut. Die kleinen und die großen. Ich mag ja die viereckigen von Müller so gerne. Ich hoffe, die könnt ihr irgendwie erkennen jetzt so. Das waren ja die viereckigen, oder? Ja. Die mag ich sehr gerne. Dann habe ich aber die von Action aufgebraucht. Und die waren auch gut. Da habe ich jetzt auch noch aktuell eine Verpackung. Dann die Reinigungstücher, was ich immer am Schminktisch liegen habe, habe ich auch leer gemacht. Kaufe ich immer nur in Aktion. Wisst ihr aber, glaube ich, eh schon. Reimt sich sogar. Dann, was habe ich hier? Eine Badekugel. Die habe ich heute erst gemacht und ich muss sagen, die fand ich nicht so gut. Ich habe mich in die Badewanne gelegt. Das Badewasser war urschön so smaragdgrün. Aber die... Da hat sich nicht ganz aufgelöst und es sind noch ganz viele Klumpen auf meiner Haut gewesen und das Abwaschen war nicht so geil. Also ich habe euch ein Foto hier zum Einblenden gemacht. Sie war ganz okay, aber ich glaube, ich würde mir die Action-Badekugeln nicht mehr kaufen. Dann habe ich ein Gesichtsserum leer gemacht, da ist noch was drinnen, aber ich habe dieses Ding gehasst wie die Pest. Ich habe das ja zweimal hintereinander verwendet und das ist für den Preis, was es kostet. Das ist ja die Cadea Vera, die Müller Eigenmarke. Das ist ein Feuchtigkeitsserum, ist eigentlich eine Serum-Lotion, das heißt, das kann man eigentlich auch, für die ganz jungen Mädels wäre das vielleicht was, das kann man auch eigentlich als normale Tagespflege verwenden, das reicht auch. Manchmal hat mir das sogar als normale Tagespflege gereicht, wenn ich noch eine Ampulle oder so verwendet habe. Also, ich muss sagen, es ist für jüngere Mädels sicher super, ich mag es nicht. Besonders für die, die was das halt nicht mögen, wenn sie Serum... Tag, Nacht und bla 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 verwenden müssen. Für die ist das vielleicht besser. Ich zeige euch das nochmal von nahen. Die haben nur jetzt die Verpackung geändert. Das ist jetzt eher hellblau. Aber es heißt noch immer Cadea Vera Serum Lotion. Ich mag es nicht und ich bin froh, dass ich es endlich leer gemacht habe. Weil das war, glaube ich, zu viel des Guten, dass ich das so lange verwendet habe. Aber ja, es ist Gott sei Dank leer. Nachkaufen würde ich es mir auf gar keinen Fall. Wirklich nicht. Aber die Cadea Vera Produkte sind wirklich gut. Es war ja auch nicht schlecht, aber es hat mich einfach nur genervt. Wenn man das zwei Monate durchgehend verwendet, hat mich das mega genervt. Mega. Mega, mega, mega genervt. Oh, ich habe dann noch so kleine Reinigungstücher von Cadea Vera. Ich habe die nämlich in irgendeiner Schminktasche gefunden, die ich mir beim Stefan mit hatte. Und bevor sie kaputt gehen, weil die sind ja nur zwei Monate haltbar eigentlich nach dem Öffnen, habe ich mir gedacht, nehme ich sie für den Schminktisch und habe die leer gemacht, bevor ich sie wegschmeißen muss. Ist ja schade drum. Dann habe ich einen Badezusatz leer gemacht. Den habe ich in meinem Ostersackerl gehabt. Wir haben von der Arbeit wieder ein paar Geschenke bekommen und dann war das dabei. Das war nicht schlecht. Das war... nicht schlecht. Es hat angenehm gerochen, meine Haut hat danach nicht gejuckt. Vielleicht gucke ich mal danach, ob ich das vielleicht als Badezusatz oder so finde, weil das war wirklich nicht schlecht. Was ich nicht so gut fand, war das hier. Das war so eine Art No-Stripe wieder. Aber diesmal ganz merkwürdig. Das war feucht, hat mega gestunken. Das hat sowas von gestunken. Das war unmöglich, das lange oben zu lassen. Dann war da ein ganz normaler Nose Stripe drinnen und dann hatte man, das sieht man eh da, das auf dieser Schweinsnase da, das war so ein Teil, wo du den Finger reinstecken musstest und dann hast du das da so auf dem Finger verteilt. Hat auch furchtbar gerochen. Ich finde das andere, was ich hatte mit diesen Typen drauf, das war viel, viel besser, aber das da war ganz furchtbar. Also das war wirklich furchtbar und ich hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwas rausgezogen hat. Also die Verpackung war ja mega süß, aber... die Anwendung eine Katastrophe, eine richtige Katastrophe. Dann habe ich mein Lieblingsshampoo leer gemacht, das saudreckig ist, weil das im Bad gestanden ist. Ich zeige es euch lieber nur von weit weg, ihr kennt es ja eh auch schon auswendig. Das habe ich mir auch nachgekauft, das habt ihr im letzten Haul-Video gesehen. Ich würde mir das immer wieder nachkaufen, aber ich glaube, ich muss mal Shampoo wechseln, weil meine Haare sich, glaube ich, sehr daran gewöhnt haben. Weil ich kann sie nicht stylen, gar nichts mehr. Also irgendwie glaube ich, dass das daran schuld ist. Aber... vielleicht lege ich nur eine kurze Pause ein. Ich habe auch gesehen, mich interessiert dieses Feuchtigkeitsshampoo davon.
Aber ich muss mal erst gucken, was ich noch als Backup alles habe und dann entscheide ich, was ich ins Badezimmer stelle. Ich muss immer ein Bad sauber machen. Also sollte ich dann gleich alles neu sortieren. Da war eine Badekugel von Lush drin, beziehungsweise ein Teddybär, glaube ich, oder das Herz. Ich habe so viele Lush-Sachen leer gemacht. Da habe ich nämlich noch was. Das war Follow the White Rap. Ich weiß jetzt nicht, was war, aber ich blende euch das nach der Reihe ein. Einmal war es ein Hase. Ich weiß gar nicht, ob ich dann noch irgendwas habe. So ist es, glaube ich, einfacher. Ich habe 3 Lush-Badekugeln aufgebraucht. Einmal war es ein Hase, blende ich euch ein. Dann war es einmal ein Teddybär. Und als letztes war es ein Herz. Und das Herz war mega. Es ist zwar urschnell verschwunden in der Badewanne, was ich von Lush gar nicht kenne, dass das so schnell verschwindet. Aber es war echt nicht schlecht. Alle 3 fand ich mega gut. Besonders der Hase auch. Der war auch super, weil da hat das Wasser dann so bunt gefärbt. Der war auch mega. Der Teddybär war auch gut, aber ich finde, dass die anderen beiden besser waren. Aber ihr wisst, ich liebe Lush-Badekugeln. Also da könnte ich mich... eindecken bis zum geht nicht mehr. Aber ich muss jetzt mal meine aufbrauchen, weil ich habe noch sehr viele Badekugeln. Sehr, sehr viele Badekugeln. Jetzt sehe ich das gerade und ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich noch eine Bodylotion dazu aufbrauchen wollte und habe es wieder vergessen. Verdammt. Jedes Mal. Mein heißgeliebtes Collister Peeling ist leer geworden. Ich habe leider gesehen, dass das nicht mehr reduziert ist. Es war ja immer um 14,95 oder ich glaube 14,95 hat es immer gekostet. Jetzt ist es nicht mehr reduziert und ich bin mega traurig darüber. Aber ich habe Gott sei Dank noch ein paar Backups und ich habe so viele Peelings, eigentlich sollte ich eh nicht jammern. Ich habe so, so viele Peelings, aber ich war brav und habe diesmal nur ein Peeling aufgebraucht. Ich mache das jetzt auch nicht mehr so oft, weil ich habe das schon ein bisschen zu oft gemacht. Habe ich im letzten Aufgebraucht-Video euch eh schon erzählt. Also, aber ich liebe das. Ich würde mir das immer wieder nachkaufen, sogar die teure Version. Aber ich habe Gott sei Dank noch andere Sachen, die ich vorher dann leer machen muss. Weil sonst geht das ganz schön ins Geld. Weil das hält nicht so lange, muss ich sagen. Dann habe ich eine Tuchmaske leer gemacht. Die habe ich auch vorher erst gemacht heute. Ich habe so einen richtigen Beauty-Ding gemacht. Da habe ich mir... Ich zeige euch die Sachen, glaube ich, schnell. Ja. Da habe ich mir eine Ampulle gemacht. Die müsste da auch irgendwo drin rumfliegen. Augenpads, Lippenpads, Tuchmaske in der Badewanne. Ich habe ziemlich viel heute noch leer gemacht, finde ich. Und das finde ich auch gut. Also einmal die Tuchmaske habe ich noch leer gemacht. Die fand ich mega gut, aber ich habe leider zu viele Tuchmasken. Ich muss wirklich meine Sammlung mal minimieren, weil ich habe so viele deine Kartonen im Badezimmer, wo ich alle drinnen stecken habe, die ich benutzen will. Das geht über. Das geht so über und ich habe das Gefühl, dass mir der Karton bald aus dem Nähten platzt, wenn es so weitergeht. Aber die war wirklich gut. Ich werde sie mir jetzt dabei nicht nachkaufen. Aber wenn ich mal weniger haben sollte, was ja nicht so, was ich mal hoffe, dass es weniger wird, weil ich ja ein Maskenkaufverbot habe, ein Tuchmaskenkaufverbot, würde ich mir die auf jeden Fall nachkaufen. Was ich ja abgöttisch liebe, sind diese Coconut Kiss Hydrogel Lip Patches. Ich liebe die. Ich liebe die einfach. Bei uns habe ich jetzt gesehen, dass sie reduziert sind und dass sie aus dem Sortiment gehen und ich habe sie mir gekauft. Das waren 18 Stück, was ich mir noch gekauft habe. Und ich will versuchen, dass ich in anderen Filialen noch nachgucken gehe, ob es die noch gibt. Ich werde die bunkern. Ich werde die bunkern. Bei den Kirschen bin ich mir nicht sicher, die habe ich nicht so irgendwie den Bedarf, die zu bunkern. Die müssen da auch irgendwo drin rumfliegen. Aber bei den Kokos, die will ich mir bunkern. Ich brauche nur einen Karton, wo ich das reingeben soll. Habe ich noch immer keinen gefunden. Dann habe ich die Augenpads auch aufgebraucht. Diese Lovely Roses. Sehen so aus. Die fand ich auch gut. Die haben so leicht geschimmert, die waren echt cool. Sie sind zwar ein bisschen runtergerutscht, aber jetzt nicht so schlimm wie die von Shapens. Die waren aber leider auch limitiert, steht hier auch drauf. Die waren ja von diesen Aufsteller, was ich euch schon mal erzählt habe. Die waren aber nicht schlecht, bin gespannt, wie die Gurke sind. Noch ein Lippenpatch habe ich aufgebraucht, also so ein Hydrogel-Lippatch von Action. Die mag ich auch, sehr, sehr gerne. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich auch nicht mehr so, ich meine, ich darf es nicht verschreien, klopfen mal auf Holz, Munddecken oder Fieberblasen davon kriege. Weil wenn ich es gleich spüre, dass irgendwie was trocken oder weh tut bei meinen Lippen, mache ich gleich so ein... Lippage und dann ist es eigentlich vorbei. So wie heute, also... Ja, ich liebe die Dinger. Vielleicht ist es auch nur eine Phase, ich kann es euch nicht sagen, aber ich liebe die Dinger. Ich habe eh eigentlich sehr brav wieder Ampullen und Masken und so verwendet, also... Kann ich mich nicht beklagen, sage ich jetzt einmal. Ich habe eine Ampulle wieder von Cadea Vera leer gemacht, das ist diese Wake-Up-Ampulle. Mag ich noch immer. Habe ich Gott sei Dank, glaube ich, noch ein paar Backups. So wie die Hanf-Ampulle habe ich auch wieder leer gemacht. Mag ich ja auch sehr gern.
Mir hat auch vor kurzem, glaube ich, eine Abonnentin unter ein Video geschrieben, ob die arg schäumen. Also schäumen nicht alle, aber heute die Glow, die ich gerade nicht finde, obwohl ich sie aufgebraucht habe, die habe ich ja heute auch verwendet, die hat auch sehr geschäumt, aber ich habe dann einfach das Serum und die Creme einfach in die Haut eingeklopft und dann ging das schon. Also nicht so dramatisch, wie man sich das denkt beim Schäumen. Wenn man so einen kleinen Trick drauf hat, dann geht es eigentlich eh. Ein Badezusatz habe ich leer gemacht. Von Trestle oder Trackle Moon, die mag ich ja so, so gerne. Die waren ja letztes Jahr, glaube ich, im Sommer hat es die gegeben und ich habe mir die gebunkert, was auch sonst. Deswegen bin ich froh, dass ich davon noch welche habe. Man riecht es ein bisschen noch in der Verpackung. Ich finde den Duft so mega geil. Ich liebe ja Grapefruit-Duft in Produkten auch. Also war wirklich ein gutes Produkt. Was ich auch gut fand, was aber leider nicht mehr gibt und ich habe mir leider ja nur eine mitgenommen, war von Terra Naturi, diese Hanf and Rose Maske. Abgesehen mal von der Verpackung, die mega schön war, war das Produkt auch sehr gut. Aber leider war es Limited Edition und ich komme da leider nicht mehr ran. Aber egal, jetzt gibt es ja eh aktuell eine neue Limited Edition und die ist auch okay. Juti Augenpads habe ich leer gemacht. Das waren die Herzerl. Boah, das spiegelt, sorry. Das waren die Herzerl. Von Juti. Ich zeige es euch so. Das waren die Herzerl von Juti. Die waren auch sehr, sehr gut. Ich habe da auch, glaube ich, noch eine Packung, weil die habe ich zum Geburtstag von meiner Pitti bekommen. Eine Probe habe ich leer gemacht von dem Lancôme Serum. Sieht so aus. Ich meine, das war jetzt nur eine Anwendung, da kann man leider nicht wirklich viel sagen. Aber ich habe das in Originalgröße und ich bin gespannt, wie das ist, wenn ich es benutze. Bin ich wirklich gespannt. Noch einmal ein Hydrogel Lip Patch habe ich. Ein goldenes aufgebraucht von Action, mag ich auch sehr gern. Dann die Beauty Augenpads in Rosa habe ich leer gemacht, mag ich auch. Ist auch eines der besten, die ich eigentlich mir bis jetzt gekauft habe. So wie die, die gibt es aber leider nicht mehr. Dafür gibt es ja die andere Version, die ich euch immer zeige. Aber die waren auch sehr gut und ich habe von der Gott sei Dank noch ein paar Backups. Das waren diese Hydro von Cadea Vera, die Augenpads. Die waren auch sehr gut. Aber wie gesagt, gibt es leider auch nicht mehr so in der Form, sondern die haben die ja anders rausgebracht. Dann habe ich eine Tuchmaske von der Marke Vegan, glaube ich, aufgebraucht. Die sind so gut. Also die war mega gut. Die hat echt genial gerochen. Ich habe das unten aufgeschnitten, weil ich oben die Verpackung nicht kaputt machen wollte, weil ich das Design so schön fand. Die war mega gut und ich habe zwei andere noch davon. Und ja, ich habe irgendwo in einem Müller habe ich gesehen, die haben so ein Maskenset davon gehabt und ich habe es fast gekauft, aber ich habe mich noch zusammengerissen, weil da habe ich mir die damals gekauft, wie sie in Aktion waren und ich glaube, die habe ich euch in keinem Video gezeigt. Aber zwei habe ich noch und ich muss ja erstmal meine Masken aufbrauchen. Ihr wisst ja, Maskenkaufverbot. Dann als Hydrogelmaske, was ich eigentlich auch sehr gerne mag, aber zu selten mache, fällt mir gerade auf, war die von Balea, die Hydrogelmaske, Avocado und Mango. Und die war so gut, die war so gut. Und ich bin so traurig, dass ich mir nicht mehr davon damals gekauft habe, weil die war wirklich gut. Ich meine, abgesehen mal von dem geilen Design, war die wirklich mega gut. Ich finde die Verpackung ist so schön. Aber die war auch von dem Effekt her sehr, sehr gut. Von Balea habe ich ein Duschpeeling leer gemacht. Das mag ich auch sehr gerne, aber das geht jetzt, glaube ich, aktuell wieder aus dem Sortiment. Ich habe schon überlegt, mir so ein paar zu bunkern, weil ich finde, das riecht so nicht genau nach Marzipan, sondern eher so nach Mandel oder so. Und ich liebe das. Das ist auch, glaube ich, mit Mandelblüten und Vanilleblütenduft. Und ich liebe den Geruch davon. Ich liebe es. Und ich überlege gerade, ob ich mir das noch bunker, weil es ist schon ewig her, wo ich ein Duschpeeling von Balea gebunkert habe. Und das könnte aber wieder so ein Kandidat werden. Eins habe ich jetzt noch im Backup. Werde ich vielleicht bald benutzen. Aber ich liebe das. Das ist wirklich gut. Was noch gut war, das war aber eher so semi-gut, obwohl es auch mit Mandelmilch ist, ein Badezusatz von Balea, aber das war so ein Badesalz. Ich glaube, ich habe das noch einmal. Ich bin gespannt, wie ich das beim zweiten Benutzen finde. Aber ich finde den Spruch da oben so toll. Du bist wundervoll, glaubst du da oben, oder? Ja, ich finde das süß. Ich finde das so süß. Ich glaube, ich habe das auch zum Valentinstag oder so verschenkt. Ich finde das mega süß. Dann, und das war mega gut. Da habe ich einen Badezusatz leer gemacht. Ich hoffe, ich habe da nichts verloren, aber ich glaube nicht. Von TT-Sepp war das Schönheitsgeheimnis. Ich glaube, das war leider reduziert oder so. Ich glaube, das geht raus und war reduziert. Das war mit Mandelöl, Honig und Milchprotein.
ein Cremebad war das und das Wasser hat exakt so ausgeschaut wie da auf der Verpackung. Das war so mega geil. Ich muss unbedingt schauen, ob es das noch gibt, weil das war so ein genialer Badezusatz. Ich habe mich extrem in dem verliebt. Ich hoffe, dass ich den noch kriege, weil der war echt gut. So wie der war auch sehr gut. Das ist dieses Cozy Love Badezusatzteil, was eher flüssiger Form ist, wie ein Duschgel, das ist ein Schaumbad eher. Fand ich auch sehr gut. Ich finde ja besonders die Verpackung so mega cute, aber der Duft ist auch von dem urgeil. Und es macht schön Schaum. Ich habe auch meinen Augen-Make-up-Entferner aufgebraucht von Klaus. Ich musste gerade gucken, weil das so komisch ausgeschaut hat, aber alles gut. Den mag ich ja wirklich, wirklich sehr gerne. Ich werde mir auch nur noch den kaufen. Das ist ja dieser Zweiphasen-Make-up-Entferner von Clarins. Ich habe aber Gott sei Dank noch ein paar Backups. Weil ich benutze nur noch den. Früher habe ich ja den Hofer geliebt, aber der ist noch besser. Der ist wirklich noch besser. Okay, dann habe ich eine Tuchmaske noch leer gemacht. Die war furchtbar. Die war so furchtbar. Die hat so gestunken wie die von Primark, diese Disney, was ich damals hatte, was ich gesagt habe, die was ich nicht ertragen kann. Ich habe noch ein paar von denen. Ich bin gespannt, wie die sind, weil ich habe mir eigentlich gedacht, dass es eher so nach Keksen oder so riecht, aber nee, der Duft war mega schlimm. Der war so furchtbar. Ich glaube, die kotzt mich an. Der war echt ganz, ganz schlimm. Ja, ich habe sie auch nicht lange drauf lassen, sage ich euch ganz ehrlich, weil der Duft so schrecklich war, aber ja. Das sind halt so Sachen, die man sich dann nicht mehr kauft. Noch eine Ampulle habe ich leer von Cadea Vera, diese Ingwer. Habe ich auch noch ein paar Backups. Meine Reinigungstücher von Cadea Vera, die mit diesem grünen Blatt. Die liebe ich aber. Die liebe ich. Kaufe ich mir immer wieder nach. Die benutze ich auch zum Abschminken. Halt nur so für die Grundreinigung. Ich reinige danach dann eh meistens immer mein Gesicht nochmal. Ganz, ganz wichtig. Dann habe ich leer von Nivea die Indusch Body Lotion. Habe ich jetzt auch aktuell wieder in Verwendung. Ich liebe die. Ich liebe die wirklich. Ich benutze nur noch die. Ich habe jetzt eigentlich eine Zeit lang auch die von Aveo verwendet. Ich habe auch beim DM, glaube ich, nachgeschaut, ob es eine andere Variante gibt, aber gibt es nicht. Und dann bleibe ich halt bei der. Ich glaube, die gibt es nicht einmal beim DM. Die kaufe ich nämlich immer bei Müller und ich liebe die. Eine Seife habe ich leer gemacht. Das war die Fahr Frische und Hygiene. Hat vom Duft mir irgendwie gar nicht gefallen. Und ich finde, diese kleinen Teile gehen urschnell leer. Da ist nur... Also 250 Milliliter sind drinnen, aber irgendwie, ich weiß nicht, hauen die mich nicht vom Hocker. Ich finde die nicht so besonders, ehrlich gesagt. Da ist viel zu wenig drinnen. Es gibt zwar Nachfüllbugs, aber ich glaube nicht von allen Sorten. Ich glaube, gerade von der gibt es und die hat mir überhaupt nicht gefallen. Die, was ich jetzt gerade aktuell in Verwendung habe, ist gut, aber da gibt es keine Nachfüllung. Und ich habe gesehen, bei uns bei Müller geht die raus. Leider, die seht ihr dann im nächsten Aufgebrauchsvideo. Aber genau die, die was mir gar nicht gefallen würde, gibt es einen Nachfüllbug bei Müller. Und deswegen habe ich mir so gedacht, so... Nein. Wenn, dann kaufe ich nur das Nachfüllpack von den Fahrseifen, aber auf gar keinen Fall mehr die Variante. Ich finde, die gehen so, so schnell leer. Na, würde ich mir nicht mehr kaufen. Das war so ein Impulskauf. Könnt ihr euch an den Haul noch erinnern? Das war so ein mega Impulskauf, wo ich so viele gekauft habe. Ich glaube, ich habe das zweimal, das Kokos zweimal und das andere, das Orangene zweimal. Furchtbar mit mir. Furchtbar. Das hat mein Freund leer gemacht. Ich habe das immer so spruchweise nur verwendet. Das war von Macadamia, das Shampoo. Das war ja riesengroß. Das war damals vom TK Maxx. Ich mochte es, aber es hat mir beim Stefan ein bisschen besser vom Duft her gefallen. Bei ihm hat das nämlich urlang in den Haaren gehalten. Ja, ich weiß nicht, wie er es fand. Der ist da eigentlich nicht so problematisch. Der benutzt alles mit, was er findet. Und ich bin froh, dass er das leer gemacht hat. Das war schon sehr, sehr lange in meinem Badezimmer und deswegen... Nachkaufen würde ich es mir exakt nicht mehr. Das hat so ausgeschaut, weil ich fand, das war viel, viel, viel zu groß für ein Shampoo. Ich bin so froh, dass er es leer gemacht hat. Aber es war okay. Es war okay. Ich habe jetzt, wie gesagt, noch diese Haarmasken und diese Haarkuren. Aber ich bin jetzt nicht so ein Fan von Haarmasken und Kuren. Ihr kennt mich, glaube ich. Hier habe ich die Glow-Ampulle, die ich noch aufgebraucht habe. Nicht Glow, sondern Glow. Ich kann das nicht so gut aussprechen. Die finde ich auch sehr gut. Die schäumt, wie gesagt, ein bisschen, aber ich finde das nicht so dramatisch, wenn sie ein bisschen schäumt. Mein Haarspray ist auch wieder leer worden. Finde ich auch noch immer gut, auch wenn jetzt ich gerade so aktuell Probleme habe mit den Haaren. Aber ich habe ihn heute auch wieder verwendet. Ich liebe den, ich kaufe nur noch den nach. Jetzt fliegt mir gleich mein Sack alles. So. Moment. So, ein paar Sachen sind es noch, die zeige ich euch natürlich noch. Ich habe einmal, also zweimal von der Biotherm, also zwei Pröbchen benutzt, das war kein Deutsch. Die fand ich wirklich gut. Es kommt langsam die Biotherm-Liebe wieder zurück, weil die fand ich wirklich, wirklich gut. Das ist die Feuchtigkeitsspende, diese
Aquasource Hyaluplumpgel steht da drauf. Ich hoffe, warte jetzt mal. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich habe es zweimal leer gemacht. Die finde ich kommt ein bisschen nah an meine Everplum dran. Nicht komplett, aber sie kommt nah hin. Und deswegen, die würde ich mir, wenn ich natürlich nicht so viel Pflege hätte, würde ich mir die schon kaufen. Aber ich habe eh noch so viel Zeug. So wie die Probe, die habe ich auch leer gemacht. Das war die Blue Therapy. Ich versuche gerade so ein bisschen meine Proben zu minimieren, bevor ich wieder eine große Pflege anfange. Weil ich habe so viele Gesichtspflegeproben. Jetzt will ich das so ein bisschen minimieren im Badezimmer. Und dann werde ich wieder eine größere aufmachen. Ich habe nämlich eine Creme leer gemacht. Das war die hier. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißt. Ich glaube Clarisse oder so. War gut. Die war wirklich gut. Ich habe die echt gerne verwendet. Die war so bläulich. Ich weiß nicht, ob man das ein bisschen sehen kann. Oh ja, man kann es noch sehen. Die war ein bisschen so bläulich. Die habe ich von der Vivi geschenkt bekommen, weil sie sie nicht, glaube ich, wollte oder vertragen hat. Und die war echt nicht schlecht, muss ich sagen. Ich fand die wirklich gut. Aber wie gesagt, ich habe so viel Gesichtspflege. Aber die fand ich wirklich nicht schlecht, weil die war eine super Make-up-Unterlage, weil sie urschnell einzogen ist. Dann habe ich noch das Kirsche Hydrogel Lip Patch aufgebraucht. Da muss ich sagen, ich bin nicht so begeistert wie von dem Kokos. Das Kokos liebe ich, aber das ist so semi-geil irgendwie. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber das finde ich nicht so gut. Einen Bilou-Badezusatz habe ich leer gemacht. Die Dinger kaufe ich mir halt nur, wenn sie reduziert sind. Sonst würde ich sie mir niemals kaufen. Aber der war gar nicht so schlecht. Muss ich traurigerweise zugeben. Obwohl ich ja die Sachen nicht so mag. Von Clarins habe ich zwei Proben leer gemacht. Einmal das Comfort Peeling und einmal die Comfort Maske. Und die Maske fand ich so mega gut. Ich habe die Sachen auch aufgeschnitten. Wenn ihr das sehen könnt. Da. Das ist so eine orangene Tube gewesen. Habe ich aufgeschnitten. War mega gut. Ich habe leider zu viele Masken. Sonst würde ich mir die irgendwann werde ich sie mir mal kaufen. Aber ich habe, wie gesagt, so viele Masken. So wie das Peeling. Das habe ich auch aufgeschnitten. Das mag ich ja auch sehr gerne. Ich glaube, ich hatte das sogar schon mal in irgendein aufgebrauchtes Video, ob ich das euch schon mal zeige. Das mag ich ja auch so gerne, das Comfort-Peeling. Ja, generell die Peelings und die Masken von Clarins in diesen Tuben finde ich wirklich gut. Die finde ich wirklich gut. Würde ich mir irgendwann einmal, wenn ich weniger haben sollte, sicher mal nachkaufen. Von dem ich nicht mehr so begeistert war, ist das hier. Das hatte ich ja in dem Biotherm-Adventskalender, glaube ich, oder in dem L'Oreal-Adventkalender. Ich glaube, L'Oreal-Adventkalender habe ich das gehabt. Ich mag das irgendwie nicht mehr. Ich mag das von Lancôme, dieses Honigmäßige, viel, viel lieber als das von Biotherm. Das ist ja dieses Abschminköl, aber ich mag es nicht mehr. Ich mag das von Lancôme wirklich lieber. Und ich habe mich ja immer, wenn ihr euch noch erinnern könnt, ich habe mich ja nie entscheiden können, ob ich das von Lancôme lieber mag oder das von Biotherm. Und ich habe das von Biotherm immer bis jetzt nur in klein gehabt, von Adventskalender oder Geschenken oder so. Und ich glaube, ich bleibe bei dem Lancôme. Ich glaube, ich bleibe wirklich bei dem Lancôme. Das Lancôme mag ich viel, viel lieber. Habe mich endlich entschieden. Wer hätte das gedacht nach so langer Zeit? Ich habe den Augenbrauenstift von Lancôme leer gemacht. Das war mein heißgeliebter Brow Define Pencil in Nummer 7 Chestnut. Werdet ihr nicht lesen können, weil das so klein da drauf steht, aber ich liebe den. Ich habe aber, glaube ich, einen Ersatz gefunden. Ich habe davon, glaube ich, jetzt noch ein. Ich habe noch ein Backup davon, aber ich habe einen Ersatz gefunden von Clinique. Habe ich euch, glaube ich, irgendwo mal gezeigt. Bleiben wir noch bei. Da fliegen die ganzen Duftbrummen rum und um. Bleiben wir noch bei, dekorativer Kosmetik. Ich habe die Mascara jetzt leer gemacht. Ich bin mir bei Mascaras immer so unsicher, ob sie leer sind oder nicht. Die ist halt total austrocknet. Man sieht, dass sie die klumpt so. Seht ihr das? Ganz furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Ich mochte sie aber, weil sie hat, wirklich wunderschöne Wimpern gemacht. Das war von Miss Lean, habe ich noch gar nicht gesagt, sorry. Das war von Miss Lean die Lolita Lash. Miss Lean gibt es ja leider nicht mehr. Ich fand die nämlich wirklich gut und ich traue da echt hinterher, weil die war wirklich nicht schlecht. Aber gibt es nicht mehr. So, einen Badezusatz habe ich noch leer gemacht. Lebenslust von Tetisept war auch gut. Ich finde die Tetisept gar nicht so schlecht. Dann habe ich noch einen Badezusatz von Dresdner Essenz. Der war okay. Der hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. War das wieder Badesalz oder nur? Steht da diesmal gar nicht drauf. Aber es war okay. Es hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber es war ganz okay. Noch eine Wake-up-Ampulle habe ich leer gemacht. Visserie liebe ich. Die Probe von Clinique habe ich auch leer gemacht. Irgendwie stört mich dein Haar.
Die sieht so aus. Das mag ich so gerne. Und das habe ich auch Gott sei Dank noch in Originalgröße zu Hause. Und ich hoffe, dass ich jetzt bald mal meinen A in Gang kriege und meine Gesichtspflegeproben ein bisschen minimiere, damit ich was anderes anfangen kann. Aber ich muss sagen, ich kann mich noch gar nicht entscheiden, was ich als nächster benutze. Bei Tagespflege könnte ich mir schon was anderes aussuchen, aber ich kann mich nicht entscheiden, was ich benutzen soll. Weil ich so viel habe. Das ist ja das Problem. Aber das ist echt gut. Und ich bin froh, dass ich das noch in Original zu Hause habe. Dann habe ich das nicht... Ja, da sind jetzt gerade die Duftproben rausgeflogen, sehe ich gerade, aber egal. Ich habe viermal die Valentino-Probe aufgebraucht, die habt ihr eh gesehen in meinem Haul, glaube ich. Es hat mich doch genervt, ich habe die Proben wieder reingegeben. Da finde ich sie halt nicht. Ich habe viermal von Valentino den Born in Roma Coral Fantasy aufgebraucht. Ich muss sagen, ich finde ihn okay, aber er hält an mir leider nicht so gut. Er riecht gut, er riecht wirklich gut, aber man müsste ihn öfter nachsprühen. Vielleicht ist das eher was für den Sommer. Ich hätte ihn auch vielleicht eher im Sommer benutzen sollen, bin ich selber dran schuld. Aber, oh, da ist die nächste Probe. Aber er ist okay. Er ist jetzt nicht so der Burner. Ich mag den Yellow Dream ehrlich gesagt viel lieber als den. Aber ja, er war nicht schlecht. Zum Probieren fand ich es echt nicht schlecht. Und jetzt bin ich wieder dreckig. Vorher habe ich mir meine Leggings mit Schminke antatscht. So wie in dem Nagellack-Video, was ihr da gesehen habt. Und jetzt schmiere ich mir alles andere da rein. Das ist echt furchtbar. Ich glaube, die Leggings kann ich doch nicht nochmal anziehen, dann, wenn ich weggehe. Eine Zahncreme habe ich auch leer gemacht von dieser Mavis-Marke. Ich fand die nicht schlecht, aber ich bin mir nicht sicher. Vom Geschmack her fand ich die super, aber ich habe jetzt so viel Zeug, dass ich endlich das mal alles minimieren muss, bevor ich mir sowas nochmal nachkaufe. Ich habe noch eine Duftprobe leer gemacht von Zadig und Voltaire. Ich finde die so super, wenn ich nicht weiß, was ich benutzen soll, weil die gehen so schnell leer. Den fand ich aber gut, aber er hat mich jetzt nicht so umgehaut, dass ich ihn mir nachkaufen würde in Original oder so. Er ist nicht schlecht. Ich zeige ihn auch gerne her, wenn jemand eher was Leichteres haben will, aber er haut mich jetzt nicht vom Hocker. Eine Gesichtspflegeprobe habe ich leer gemacht von Oliveda. Hat mich jetzt auch nicht so vom Hocker gerissen. Man hat mit der wirklich lange Zeit gehabt, um die zu benutzen. War kein deutscher Satz. Ich bin mit der sehr lange ausgekommen, weil da sehr viel drinnen war und man hat relativ wenig von der Pflege gebraucht. Ich habe da auch irgendwo noch eine, genau. Wie gesagt, ich versuche gerade meine Gesichtspflegeproben zu minimieren. Da habe ich noch eine, es war nur eine andere Reihe. Die eine, was ihr gerade gesehen habt, mit dem goldenen, das ist eher so eine für Fältchen und die ist auch Anti-Aging, aber eher leichter als die andere, was ich noch weiß. Meine Oliveda-Schulung ist schon ein Weilchen her. Aber die ist auch nicht schlecht gewesen, nur es haut mich jetzt nicht dermaßen um, dass ich jetzt sagen würde, ich würde sie mir kaufen, weil ich auch noch so viel habe. So wie bei der, die habe ich glaube ich sogar noch zu Hause, wenn ich mich nicht irre. Ich müsste mal gucken, ich müsste mal ein Sammlungsvideo machen, weil dann weiß ich wenigstens wieder, was ich zu Hause habe und was nicht. Aber die fand ich früher immer sehr gut. Nur haben die die ja neu formuliert. So schaut das ja gar nicht mehr aus. Die ist auch von der Textur, finde ich, ein bisschen anders geworden. Aber wie gesagt, ich will meine ganzen Proben mal leer machen. Die finde ich sehr gut. Das ist von... Wo halte ich denn das hin? Verdammt. Das ist von L'Occitane eine Feuchtigkeitspflege gewesen. Und die fand ich wirklich gut. Die fand ich wirklich gut. Aber ich bin irgendwie mir zu geizig, die nachzukaufen. Ich werde sie aufheben, die Probe. Aber ich weiß nicht, ob ich bei L'Occitane, ehrlich gesagt, Gesichtspflege kaufen will. Es gibt so ein Peeling in einem Deal, den schmachte ich ja schon seit Monaten nach. Aber... ich habe genug Peelings dabei, da muss ich mal ein bisschen Zeit lassen. Eine Glow-Ampulle habe ich auch nochmal leer gemacht. Ich habe diese Anti-Pickel-Patches aufgebraucht, weil in letzter Zeit hatte ich so einen riesen Pickelschub wieder und habe die leer gemacht. Drei Masken habe ich hier noch. Einmal die Mediterran Lemon von Terra Naturi. Bei der bin ich mir nicht sicher, wie ich sie finden soll. Ich liebe die Verpackung davon, aber bei der bin ich mir nicht sicher, wie ich sie finden soll. Vielleicht ist sie noch irgendwann einmal in Aktion, weil die habe ich mir nämlich in Aktion gekauft. Sie ist jetzt auch nicht so teuer, dass ich es jetzt nicht normal kaufen könnte, aber ich nutze halt dann immer die Aktionszeiten aus. Also. Aber ich weiß nicht, ob ich mir die exakt nochmal nachkaufen würde. Sie hat mich jetzt nicht so umgehauen, dass ich sie mir bunkern würde, genauso wie die Kiwi. Die fand ich jetzt auch nicht so geil, muss ich sagen, und würde ich mir auch nicht bunkern, weil die kriegt aktuell gerade wieder aus dem Sortiment und ist bei uns, glaube ich, um 20 Cent reduziert bei Müller, falls jemand Interesse hat, die zu probieren. Aber ich muss sagen, ich werde sie mir nicht bunkern, weil so
dermaßen vom Hocker gehauen hat sie mich nicht. Die hier, kennt sie sicher noch, die schon. Das war so eine Limited Edition von ein, zwei Jahren, glaube ich. Von vor ein, zwei Jahren oder so. Mit Makaron, Limette, Sherbet und Mandel. Sie riecht nicht so wie diese Lemon Cupcake. Die riecht ein bisschen, wie soll ich das sagen? Leichter. Sie riecht schon ein bisschen leichter. Vielleicht auch wegen der Minze oder so. Ist da Minze jetzt drin? Da ist ja gar keine Minze drin. Warum ist eine Minze abbildet? Egal. Es ist keine Minze drin, aber ich finde das schon aus wie eine Minze, oder? Da in dem Ding. Vielleicht wegen dem Limette. Egal. Sie ist trotzdem sehr gut. Ich mag nur die mit den Lemon Cupcake viel, viel lieber. Das heißt, ich habe einen würdigen Ersatz zu der hier gefunden. Die habe ich ja geliebt, die Maske. Ich wollte sie nicht mehr benutzen, weil ich die ja so gerne mochte. Aber jetzt habe ich einen würdigen Nachfolger. Gott sei Dank. Das heißt, ich kann die aufbrauchen, damit ich die andere bunkern kann. Finde ich ja super. Finde ich wirklich super. Ich habe noch ein paar Sachen und dann sind wir wieder durch. Ich habe noch leer gemacht das Fa Lama Loops Duschgel. Das haben mir so viele geschickt, dass ich mir das kaufen soll. Ihr hattet alle recht. Ich fand das wirklich, wirklich gut. Das war wirklich gut. Das war so typisch Shea-Duschgel. Es ist jetzt beim DM aktuell reduziert. Ich habe mir das bei Müller auch reduziert gekauft. Aber ich habe noch so viel und ich weiß nicht, ob ich mir das kaufen soll. Ich habe eh keinen Platz mehr in meinem Schrank. Furchtbar. Aber ich hätte das schon noch gerne. Mal schauen. Wenn ich es noch irgendwo erwische, vielleicht nehme ich mir dann noch irgendwann einmal zwei mit. Weil das war schon sehr, sehr gut. Das war schon sehr gut. Dann den Rasierschaum habe ich auch leer gemacht. Den Lovely Berries, der war auch sehr gut. Den gibt es auch nicht mehr. Das war mal aus einer Limited Edition von ein paar Jahren, glaube ich. Aber die Verpackung war mega schön von dem. Die Verpackung war wirklich schön von dem. Den traue ich ein bisschen hinterher. Weil der war echt gut. Aber es kommen ja eh immer neue Limited Editions raus. Also brauche ich mich da nicht aufregen. Ich habe auch ein Reinigungsgel endlich leer gemacht. Das ist das von Holika Holika. Dieses Aloe Vera Reinigungsgel habe ich gestern, glaube ich, leer gemacht oder so. Ich fand es gut. Ich kriege da nur ein bisschen was nicht raus, weil das da am Rand irgendwie festhängt. Aber es war gut, aber ich habe so viele Reinigungsprodukte. Und ihr wisst ja, ich mag das Chorus viel, viel lieber und ich freue mich, wenn ich bald das Chorus verwenden kann. Das habe ich nämlich in der Badewanne stehen gehabt, wenn ich mich in der Badewanne gereinigt habe, das Gesicht. Das klingt irgendwie so bämisch, was ist mit mir los? Das hatte ich in der Badewanne stehen, um mein Gesicht zu reinigen und wenn ich beim Waschbecken habe ich noch was anderes immer stehen. Also ich habe da immer zwei Sachen in Verwendung, also ja. Aber das war nicht schlecht. Das war wirklich nicht schlecht. Habe ich mir irgendwann einmal beim TK Maxx gekauft. Was ich auch vom TK Maxx mir gekauft habe und die war wirklich gut. Jetzt geht mir der scheiß Akku leer. Drama hier. So, ich habe noch ein paar Sachen leer. Wir waren gerade bei der Seife von TK Maxx war die und ich fand die wirklich gut. Ich habe noch eine mit Himbeeren und mit der bin ich so, so lange auskommen. Locker über einen Monat. Also die war wirklich super. Die war wirklich super. Sollte ich die noch irgendwann einmal finden, werde ich mir die auf jeden Fall nachkaufen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn ich sie wieder finde, werde ich mir sie sicher wieder nachkaufen. Viel ist es nicht mehr. Ich habe heute sogar noch den Nagellack-Schnelltrockner-Spray leer gemacht. Der sieht so aus, den kennt ihr, den kaufe ich immer wieder nach, weil ich habe mir heute die Nägel neu lackiert. Weil gestern war ich Nägel machen und ich finde, die hat das so von der Form so extrem schön gemacht. Ich bin so zufrieden mit der Form diesmal, das ist... deswegen wollte ich sie mir unbedingt heute lackieren und deswegen ist der hier auch leer geworden. Kaufe ich mir immer wieder nach, wisst ihr eh. Ich habe auch endlich mal wieder ein Trockenshampoo leer gemacht. Irgendwie kriege ich das gar nicht mehr leer. Das war von Garnier das Coco Water. Ich habe eine Zeit lang gesagt, ich mag das nicht, aber irgendwie fand ich das gar nicht so schlecht. Vom Duft her ist sowieso perfekt. Aber vom Effekt her fand ich es nicht so gut. Aber wie ich das jetzt aufgebraucht habe, weil da war nur noch so wenig drinnen oder so, zuerst wollte ich es weggeben. Und da habe ich mir gedacht, reiß dich zusammen, da ist nur noch so wenig drinnen, bitte brauchst doch selber auf. Und habe es jetzt aufgebraucht und ich fand das eigentlich gar nicht so schlecht. Weil ich mag ja das Melone, das gibt es ja nicht mehr. Aber ich finde das nicht schlecht. Ich weiß auch gar nicht, ob es das ehrlich gesagt noch gibt. Ich kann es euch nicht sagen. Aber das fand ich gar nicht so scheiße. Ist ja auch mal schön, oder? Ist ja auch mal schön. Das ist auch heute noch leer worden. Das war ein Gesichtswasser von Oliveda. Ich weiß nicht, was heute los war. Ich fand das aber nicht so gut. Vom Effekt her vielleicht schon, aber jetzt nicht so dermaßen der Burner, dass ich mir das kaufen würde jedes Mal.
Das Problem ist, der Bumspender hat wieder nachgegeben nach einer Zeit und ich musste wieder das aufdrehen und auskippen und ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich weiß nicht, ob meine Schwester das schon verwendet. Ich habe das, glaube ich, zu Weihnachten geschenkt. Aber ich werde es mir nicht nachkaufen. Ich werde es mir nicht mehr nachkaufen. Ich finde das mit der Verpackung eine dermaßen mega große Frechheit, dass ich das einfach nicht mehr kaufen werde. Weil nach einer Zeit kommt nur noch Schaum raus aus dem Pumpspender. Und das nervt mich einfach, weil ich brauche keinen Schaum im Gesicht, sondern ich will ja ein Gesichtswasser und keinen Schaum in meinem Gesicht haben. Das mag ich gar nicht. Mag ich leider gar nicht. Also die Verpackung von dem finde ich mega grottenschlecht, aber vielleicht ist das auch eine Chargenummer, die da betroffen ist. Ich habe keine Ahnung, aber ich werde es mir nicht mehr nachkaufen. Vom Produkt her fand ich es gut, aber nachkaufen werde ich es mir nicht, weil mich der Pumpspender so anzipft. Was ich noch leer gemacht habe, war mein Biotherm-Deo. Das haben wir damals von einer Schulung bekommen, weil ich habe eigentlich nie die Biotherm-Deos beachtet oder mir eins kaufen wollen, weil die ja schon sehr teuer sind. Aber ich habe das geliebt. Ich habe es geliebt und ich traue dem so hinterher. Das sieht so aus. Das ist das O-Pure Deo gewesen. Das hat mir auch wirklich sehr lange gehalten. Ich muss jetzt mal meinen Deo-Bedarf ein bisschen minimieren, weil ich habe noch so viele von diesen Borotalco, was ich ja so lange verwendet habe und auch gerne verwendet habe. Aber ganz ehrlich, ich will auf das hier wechseln. Ich will auf das wechseln. Auf das wechseln? Ich will zu dem wechseln. So. Ich kann kein Deutsch mehr. Schlimm mit mir. Ich will zu dem wechseln, weil ich finde es einfach viel, 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 viel besser als noch das von Borotalco. Das von Borotalco ist okay, aber ich mag trotzdem das viel lieber. Ich meine, das Borotalco ist günstiger natürlich und manchmal auch in Aktion, aber ich werde die natürlich alle verbrauchen von Borotalco und will dann nur noch das haben, weil das liebe ich und den traue ich hinterher. Wir haben es gleich geschafft. Ich habe noch ein Parfum aufgebraucht. Es ist aber eher ein Eau de Toilette, sagen wir jetzt mal. Klugscheißerei. Das war das Opium Eau de Toilette. Habt ihr in meinem Düfteaufbrauch-Challenge-Video gesehen? Ich war so stolz, wie dieses Teil leer war. Das waren nämlich die 90 Milliliter von dem Duft. Die 90 Milliliter. Ich glaube, ich drehe durch, weil der mir schon sehr am Sack gegangen ist. Also der ist mir nicht am Arsch gegangen, der Duft. Der hat auch irgendwie nicht lange gehalten. Man hat ihn nicht lange wahrgenommen auf der Haut oder auf den Klamotten, weil es ein Eau de Toilette ist. Ich mag Black Opium. Jetzt nicht falsch verstehen. Aber das Einzige, was mich halt stört, das habe ich ja eh schon 100 Mal in Videos gesagt, dass eben den so viele haben. Das ist was, was mich anzipft. Ich mag das nicht. Und ich mag eher auch die anderen Opium-Varianten, so wie das Yellow. Das finde ich gar nicht schlecht. Das ist wirklich gut. Aber am liebsten mag ich die blaue, diese Variante mit dem Absinth drinnen. Mag ich viel, viel lieber. Wenn ich jetzt mal versuche, Düfte zu beschreiben. Ich habe das nämlich im letzten Video, was ich euch hochgeladen habe, irgendwie gar nicht so gut hinbekommen. Deswegen probieren wir das mal. Er riecht eher süß, weil er hat ja auch Kaffee mit drin. Das ist ja der Hauptbestandteil von den Black Opium Düften. Er riecht sehr süß, aber hat halt, durch dass das ein Eau de Toilette ist, ist es halt nicht so dermaßen ein Burner, dass du gleich Schädelweh davon kriegst, sondern es ist eher so sanfte Kaffeenote. Nicht so Burner-Kaffee, sondern sanfte Kaffeenote. Er ist trotzdem sehr süß, aber ich finde jetzt nicht so zuckerwattensüß, sondern angenehm süß. Klingt irgendwie dämlich, oder? Wenn ich Düfte beschreibe. Ich versuche es gerade, aber es geht irgendwie in die Hose. Ich habe ihn jetzt gerade gegoogelt auf dieser Performo-Seite, glaube ich, heißt die. Die liebe ich, die Seite, weil sie auch die Inhaltsstoffe zeigt. Das habe ich euch eh schon 100 Mal gesagt. Ich blende euch wieder ein, was drinnen ist in dem diesmal. Weil der hat auch Birne und Zitrone drin und ich finde, ich rieche das gar nicht raus. Vielleicht das Birne, wenn man es weiß, aber irgendwie, nö. Ich finde das immer so interessant, wenn man, also Kaffee hatte ich recht, das ist auf jeden Fall drin, weil das ist in jedem Black Opium drinnen. Auch Orangenblüte soll drin, es ist schon ein bisschen orangenlastig. Ja, ich finde schon, also es, man merkt so richtig den Kaffee und die, jetzt habe ich da einen Käfer in meinem Fenster drin krabbeln. Wie ist denn der überhaupt da ins Netz reinkommen? Ich krieg Angst, weil vorher war er noch draußen aus dem Netz draußen und jetzt krabbelt er gerade im Netz drin rum und das finde ich nicht schön. Das finde ich nicht schön. Aber ja, zurück zum Black Opium. Ich finde, wenn man es weiß, was drinnen ist,
nimmt man das, ich bin nicht so gut, dass ich jetzt sagen könnte, manche Parfümerie-Damen können das ja echt gut und riechen dran und wissen genau, was drinnen ist. Ich kann das nicht, sage ich euch ganz ehrlich. Aber es hilft schon, wenn man liest, dass halt Kaffee, Birne drinnen ist. Es soll Zitrone drinnen sein, aber finde ich jetzt nicht. Und er hat auch Zeder drinnen und Patchouli, was man schon ein bisschen merkt, aber es kommt halt darauf an, wie es halt zusammengesetzt ist. Patchouli merkt man, finde ich, schon. Also es riecht sehr Patchouli-lastig und eben Kaffee und Birne, würde ich jetzt nicht sagen, aber Orangenblüten-mäßig. Das ist halt dieses Intensive. Obwohl er ja nicht lange hält, aber was die Zitrone, glaube ich, kaputt macht. Aber er ist nicht schlecht gewesen. Er ist nicht schlecht gewesen. So in der Variante gibt es das Eau de Toilette nicht mehr. Ihr seht ja eh, das hat ja eher so rosé-goldenen Glitzer. Gibt es so nicht mehr. Ich fand ihn gut, aber es war nicht mein Liebling. Es war wirklich nicht mein Liebling. Mittelmäßig ging er mal ziemlich am Arsch, weil der hat so 90 Milliliter, ist echt heftig. Also ich würde mir so große Düfte, glaube ich, gar nicht mehr kaufen. Außer den, den ich heute drauf habe, den Tom Ford, den Extreme Noir, was ihr in einem Haul-Video gesehen habt. Den habe ich auch heute oben und den liebe ich. Ich rieche ihn die ganze Zeit und ich liebe den. Ich liebe dieses Parfum, wirklich. Aber das war so schnell weg und das hat mich irgendwie traurig gemacht, weil ich mag Opium. Ich mag Opium, aber der hat nicht so lange gehalten. Aber ich bin froh, dass ich ihn leer gemacht habe. Da bin ich wirklich stolz auf mich, dass ich das Ding leer gemacht habe. Ja, ich finde, ich habe auch sehr viel wieder leer bekommen. Ich bin echt stolz auf mich. Ein paar Sachen traue ich halt echt hinterher. So wie das Deo oder mein Peeling, was ich eh bunkert habe bis zum Umfallen. Ihr wisst mir, ihr kennt es eh schon. Bodylotion war ich ziemlich meh diesen Monat. Bodylotion war ich echt meh. Und eigentlich habe ich ja diesen Deal noch, dass ich eine aussortieren sollte. Vielleicht gucke ich mal. Ich meine, ich habe so viel neu gekauft, selber schuld, würde ich sagen. Na, aber ich habe mich eingecremt. Es liegt nicht daran, dass ich mich nicht eingecremt habe. Aber die Sachen, die ich gerade aktuell benutze, die wollen und wollen irgendwie nicht leer werden. Ich habe ja noch die Banane-Reihe von Body Shop in Verwendung. Ich mag, an den Duft habe ich mir auch jetzt schon so ein bisschen satt gesehen. Und diesen Schaum von Isana habe ich noch in Verwendung. Und irgendwie habe ich schon von den Düften die Schnauze voll. Das kommt bei mir nicht oft vor. Das kommt bei mir wirklich nicht oft vor. Bei dem Black Opium war es so gerade aktuell. Und bei dem Banane von The Body Shop und bei diesem Lotion Spray kommt das auch vor, komischerweise. Was ich ja eigentlich nicht das Problem habe, weil da bin ich eigentlich nicht so empfindlich. Aber die Düfte nerven mich irgendwie. Aber vielleicht habe ich es ja bald leer. Ich glaube, dass ich es bald leer bekomme. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, mal gucken, was im Mai alles leer wird. Das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!